weiß, diese Regeln fühlen sich vielleicht einengend an. Aber der Sinn dieses Kurses besteht darin, zu lernen, klar und überzeugend zu schreiben. Denkt drüber nach. Denkt über die Wahrheit eurer Argumente nach. Du bist ein toller Mensch, Harry. Ich könnte mir keine unglaublichere Tochter wünschen. Versuchst du gerade, einer Vater zu machen? Wer hätte mich schon gern als Teil seines Lebens? Hast du noch Kontakt zu Mom? Sie erzählt sowieso immer nur von dir. Wieso? Weil ich nur etwas über dich hören will. Wieso bist du so fett? Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht. Das letzte Mal hast du sie gesehen, als sie 8 war und jetzt willst du wieder Kontakt zu ihr? Tut mir leid. Das gefällt mir nicht, das ist keine gute Idee. Tut mir leid. Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramme ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir. Na los, was soll schon sein? Meine Organe sind mindestens 60 Zentimeter entfernt. Warum willst du sie plötzlich sehen? Wieso denn jetzt? Liz. Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind und dass sie zufrieden dabei sein wird. Ich will wenigstens eine Sache in meinem Leben richtig gemacht haben.